ist ein Tori. Wir müssen es reinigen. Geht klar. Ein Tengel. Vielleicht können wir es benutzen, um aufs Dach zu kommen. Wett, wir können fliegen hier in dem Spiel? Halte zwei gedrückt Ziele auf einen Tengu und drücke X zum Greifen. Geil. Wow, das war krass. Das war ja cool. Hat besser geklappt, als ich dachte. Wie geil. Jokai sind echt nützlich. Greifen und gleiten. Mit Greifen und gleiten kannst du dich durch die Luft schwingen. Greifen. Greife mit einem Draht nach einem Tengu und benutze ihn, um dich schnell in die Luft zu ziehen. Halte L2 gedrückt, Ziele auf einen Tengu und drücke dann X zum Greifen. Gleiten. Halte X gedrückt, während du in der Luft bist, um über eine kurze Distanz zu gleiten. Wenn du X loslässt, fällst du. Da hinten ist auch einer. Ich glaube, das ist zu weit weg, ne? Das ist ja mal fancy. Moment, ich muss die Geister mal kurz mitnehmen. Ah ja, so gleitet man ein bisschen. Okay. Kann ich das nochmal üben? Kann nochmal einer kommen? Da hinten ist noch einer. Das sind noch irgendwelche anderen Geister. Die Frage ist, sind die gut oder sind die schlecht? Oh, die sind schlecht. Ja, du Geist. So. Ich weiß nicht, ob ich den Sprung schaffe. Kann ich den da? Nee, die sind, glaube ich, auch. Aber eben bei dem Gerüst hat es eben auch funktioniert. Ich will das Spiel einfach nur noch nicht, dass ich da jetzt. Oder muss ich doch. Da kann ich doch nicht rüberspringen, oder? Jetzt. Oder? Hui. Oh, oh. Da war der Nebel. Keine gute Idee. Sehr schön. Der Nebel hat sich etwas gelichtet. Ja, ich höre immer mehr Geister, die um Hilfe rufen. Wir werden sie retten. Warum ist da ein Laptop? Weiter erkunden mit Nebenmissionen. Neben der Haupthandlung gibt es eine Reihe von Nebenmissionen, die in der ganzen Stadt zu finden sind. Diese Missionen umfassen verschiedene Aktivitäten, darunter übernatürliche Untersuchungen von Yokai und die Rettung verirrter Geister. Sie haben keine Auswirkungen auf den Fortschritt in der Haupthandlung. Die Startpunkte von Nebenmissionen werden im Kartenmenü angezeigt. Okay. Sashiki, Tiefenreinigung. Okay. Aber erstmal, warum ist hier ein Laptop? Akte 088. Eine Aufzeichnung von einem Wissenschaftler, der über Familie und Katzen spricht. Okay. Können wir darüber was lesen? Oh, wir können uns das anhören. Ab heute probiere ich eine Diktiersoftware aus, die einer meiner Kollegen programmiert hat. Ich denke, er hatte Mitleid mit mir, da ich ja mit meinen Händen nicht wirklich schreiben kann. Er sagt so etwas nie direkt, aber er muss von dem Unfall erfahren haben. Jedenfalls werde ich es wie eine Art Tagebuch nutzen. Meine Tochter hat heute Morgen gefragt, ob sie eine Katze haben darf. Bestimmt hat sie ihre Mutter schon gefragt. Wenn ich zu Hause bin, müssen wir darüber reden. Ein Haustier wäre eine gute Gelegenheit für sie, Verantwortung zu übernehmen. Das Problem mit Haustieren ist, dass sie meistens vor ihren Besitzern sterben. Ich weiß nicht, ob sie das verstehen würde. Und ich weiß auch nicht, ob sie sich ordentlich darum kümmern würde. Denn wenn sie das Interesse verliert, bleibt es an mir hängen. Kommt halt drauf an, wie alt die Tochter ist, ne? Aber ja, dort ist halt echt so der größte Nachteil an Haustieren, dass sie halt irgendwann
in der Regel vor dir versterben und da ziemlich, ziemlich scheiße ist. Naja, aber dafür hatte man sehr, sehr viele Jahre. Eine schöne Zeit damit, deswegen. Ja. Habt ihr Besucher gesehen? Das können wir uns auch nochmal anhören. Finde ich irgendwie voll cool. Ihr fühlt euch von den ganzen Besuchern in die Enge getrieben? Gute Neuigkeiten. Bald kommen noch mehr von ihnen. Ihr gewöhnt euch also besser dran. Besucher sind eine Ansammlung von Negativität. Negative Emotionen erschaffen so eine Art Verderbnis. Gebt etwas Äther hinzu und schon habt ihr einen Besucher. Ihre Formen stammen aus dem kollektiven Unterbewusstsein. Männer in Anzügen, Schulkinder, das sieht man heutzutage häufig. Früher sahen sie wahrscheinlich wie Samurai, Ninja oder sogar Geisha aus. Die Bezeichnung Besucher hat auch eine ziemlich wörtliche Bedeutung. Sie kommen aus einer anderen Existenzebene und besuchen unsere, wie der Name schon sagt. Ich frage mich, ob ihre Ebene angenehmer war als die, aus der Dale und ich kamen. Voll cool mit den Sprachaufnahmen. Das kann man häufiger reingucken. Unterlagen. Okay, die Sachen haben wir schon gesehen. Nichts Neues dabei sein. Geisternahrung. Im alten Japan herrschte die Überzeugung, diejenigen, die über demselben Feuer zubereitete Nahrung aßen, seien an das Kollektiv gebunden, das die Nahrung stellte. Diese Vorstellung, Nahrung sei ein Symbol einer tiefen Verbundenheit zwischen Menschen, lebt heute in der japanischen Sprache weiter. So kann ein Begriff, der als Euphemismus für Menschen mit einer engen Bindung zueinander verwendet wird, als Reis aus dem gleichen Topf essen übersetzt werden. Folglich werden jene, die Nahrung aus dem Land der Toten verzehren, selbst an die Unterwelt gebunden und können nicht in das Reich der Lebenden zurückkehren. Selbst die Götter sind dieser Gesetzmäßigkeit unterworfen, wie Izanami, eine Göttin der Schöpfung. In der japanischen Mythologie stirbt sie und bleibt daraufhin in der Unterwelt gefangen, nachdem sie etwas von dort gegessen hat. Verzehren normale lebende Menschen Leckerbissen aus dem Jenseits, sterben sie. Doch da Akito schon mit einem Bein im Grab steht, scheint der Verzehr keine solch todbringende Wirkung auf ihn zu haben. Spannend. Ja, das nehmen wir mit. Jetzt haben wir 13. Und Geisternahrung. Je mehr Tore du reinigst, desto mehr können wir erkunden. Okay. Hätten wir auch noch Geister. Und wir treiben den maskierten Freak in die Enge. Win-win. Kriegen wir den Baum da irgendwie gereinigt? Oh, guck mal hier. Was haben wir denn hier noch? Farbe? Der japanische Kalendereintrag 3, Kanazuki, um den Monat Oktober herum. Der 10. Monat im traditionellen japanischen Mondkalender. Das mittlere Kanji im japanischen Wort für Kanazuki wurde ursprünglich nicht wegen seiner Bedeutung, sondern nur wegen seines Klangs benutzt. Dies mag zunächst unwichtig erscheinen, jedoch gilt, geht man nur nach dem Klang, bedeutet es so viel wie Monat der Götter. Geht man jedoch nach der Bedeutung, steht Kanazuki für Monat ohne Götter. Obendrein kommt hinzu, dass dies der Monat ist, in dem sich die Shinto-Götter im Izumo-Tai Schrein einfinden sollen. Demnach kann hier zweideutig interpretiert werden. Entweder versammeln sich die Götter in diesem Monat oder sie verlassen ihre regulären Heimstätten und sind deshalb in diesem Monat abwesend. Okay. Entweder sind sie da oder eben nicht. Das nehmen wir auch noch mit. So, dass du da oben bist, hilft mir nicht so viel. Guck mal, da ist auch noch ein Geist. Ach, das wird ja furchtbar, dieses Spiel. Überall hin. Nicht zur Hauptmission. Sag mal, kannst du da mal hinfliegen? Zum Baum? Kriegst du das von hier? Nee, ne? Ah, vielleicht mit einem Pfeil, aber ich krieg die Geister da wahrscheinlich nicht raus. Wenn der mal irgendwie stillhalten würde. Ah, komm mal da hin. Kann man mal ein bisschen versuchen, hier zu klettern, wenn das geht? Oder ist ihm da zu hoch? Ich sollte speichern. War das gut? Dass wir da irgendwie so was durchbrochen haben gerade? Er fliegt jetzt darüber, da ist auch ein Spiel. Oh, ich werde diese ganzen Geister übersehen. Okay, keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll.
hier ist ein ganz fetter Baum. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Sind einfach so viele. Na du. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ah, das ist mit Schweben gemeint. Oh oh. Er bringt dich um. Ja. Ich wusste nicht, dass da Nebel ist. Das sah nicht so aus. Verdammt. Ah, okay, jetzt weiß ich aber, was mit Gleiten gemeint ist. Ah? Ah. Oh Gott. Okay, da können wir neue Sachen aufladen. Ich will eigentlich immer noch da zu dem Baum hin. Ah, immer nach links. Oh shit. Ah, du hast mich erschreckt. Hey, fallen ist gar nicht witzig, selbst im Tod. Okay. Entschuldigung. Ich hab mir nicht wehgetan. Ich dachte, wir sterben jetzt. Das Geld nehmen wir mal mit. Guck mal, wenn wir schon mal hier sind, können wir unsere Geister nochmal abgeben. Da war ja was. Sie braucht Hilfe. Ja. Jetzt nicht. Ich will ja immer noch zu diesem dummen Baum hoch. Das muss doch irgendwie gehen. Nicht von ihm aus. Man klettert nicht alle Tage auf ein Autodach. Hey, wenn das der Besitzer sehen würde. Ah, der ist tot. Sollen wir den nicht wiederbeleben? Ich will zu diesem dummen Baum. Kann ja nicht so schwer sein. Aber da ist halt auch direkt der Nebel. Ich weiß halt auch nicht, ob wir dann im Nebel drin sind. Oh, da ist auch ein Baum. Ah. Moment, ich stelle mich mal so hin. Vielleicht gibt es denn auch irgendwann noch mal die Möglichkeit, länger zu fliegen. Um Gottes Willen. Für alle, die hier Höhenangst haben, viel Spaß bei meinem Let's Play. Oh, scheiße, so tief wollte ich gar nicht fallen. Ich wollte auf das Ding hier drauf. Verdammt. Ah, okay, perfekt. So, wir haben es geschafft. So, das einmal kaputt machen. Sehr schön. Da sind noch welche. So. 100 Geister. Wurde irgendwie nicht weniger. Aber wie cool. Ah, da oben sind auch welche, aber hier fängt der Nebel schon wieder an, deswegen traue ich mich da jetzt mal nicht rüber. Oh Gott. Ah, da ist noch ein Baum. Ah, das sind noch mehr Geister. Ah, oh, das wird ja furchtbar, dieses Spiel. Ich will überall hin. Ah. Verdammt. Okay, einmal hier fallen lassen. Kann man hier Leitern hoch? Ja, weniger. Okay. Vielleicht können wir da ja so auch irgendwie hochklettern. Oder auch nicht. Ah, doch jetzt. Ah, das wird ja schwierig, darüber zu kommen. Brauche ich nochmal so einen Vogel, aber ich glaube, wir müssen wahrscheinlich hier den Nebel erstmal wegmachen, damit hier welche auch wahrscheinlich auftauchen, damit wir da irgendwie rüberkommen. Das wird es wahrscheinlich sein. Sonst gestaltet sich das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und das ist auch eine sehr gute Aussage bzw. Rechtfertigung dafür, dass ich hier nicht noch weiter rumfliege, obwohl das echt Spaß macht.
und lieber mal eine Nebenmission vielleicht mache. Tiefenreinigung. Der Geist scheint etwas zu sagen zu haben. Why not? Why not? Okay. Oh, guck mal, da ist tatsächlich die Leiter. Da wir ja keinen Fallschaden haben, können wir auch springen. Das finde ich cool. Ein Spiel ohne Fallschaden. Aha. Wer ist denn da hinten? Was sind das für Linien? Warum sind die rot? Warum bin ich in der Hocke? Okay. Auch noch Fahrerflucht, was? Aber ich muss mir die Gespräche immer mehr anhören. Irgendwo war... War hier nicht noch was? Ja. Kann man hier überhaupt durchkommen? Oh ja, kommen wir. So dunkel. Ah. Ständig hier hinten in der Ecke. Was machen die überhaupt hinten? Und da sehe ich direkt die nächsten. So ein Spiel ist ganz schlimm für Leute wie mich, die alles einsammeln wollen. Und man nie vorankommt. Weil, ach, da will ich auch noch hin. Ach, da kann ich auch noch hin. Und dann sind wieder 2 Stunden vorbei. So. Was ist das hier? Mal öffnen. Ach, erstmal Geld geklaut. Ja gut, ich meine mal, wenn man so alleine auf der Welt ist, kann man das ja mal machen. da ist ein Baum. Wir müssen da irgendwo hin. Da ist auch ein Baum. Wir brauchen ja Geld für die Hunde. Ich meine, irgendwer muss die ja füttern. Wenn die anderen Besitzer gerade nicht da sind. Oh, hier ist, glaube ich, noch ein Laden. Katzenladen. Brauchen wir aber gerade nicht. Oh. Das schon wieder los. Hier sind aber mehrere, wa? Was schießt er denn? Oder sie? Hier ist der Äther ausgegangen. Finde ein paar Kristalle und fülle ihn wieder auf. Ah ja. Geht gerade nicht. Oh. Kann ich die so boxen? Aua. Das ist natürlich ungünstig im Kampf. Warten Sie mal, Sir. Ich muss mal kurz aufladen. Der Penner! Wolltest du mich austricksen oder was? Ich glaube, es hackt. Okay, laden wir mal unseren Ether direkt wieder auf. Und das sind die nächsten Geister. Du bist in Sicherheit. Ach, hier fliegt einer, wa? Bin schon gewundert, was das für Geräusche sind. Glaube ich schon wieder in die entgegengesetzte Richtung, wo ich eigentlich hin wollte. Ich weiß. Was sind noch Geister?
will hier alles erkunden. Oh, guck mal, Geisternahrung. Unterwelt-Oden. Also gut, wo führt diese Straße hin? Sicher an keinen schönen Ort. Hey, du hast wohl endlich begriffen. Na. Oh, das war doof. Wie der angetippelt kommt. Gib mir deinen Kern. Geil. Oh, oh. Autsch. Das tat weh. Kann er mal mit seinem scheiß Regenschirm weggehen? Okay. Muss das perfekter Time. Das war dumm. Ich kann ja ein bisschen üben hier. So, jetzt komm mal rum hier. Mit deinem dummen Regenschirm. Ist er tot? Ah, natürlich nicht. Ah, bin leer. Das Wort so machen. Zack. Meine Güte. Wenn unser Äther leer ist, ist das echt nicht so geil. Ah. So. Hier ist einfach richtig, aber hier ist so viel Nebel. Wir sind eigentlich schon wieder sonst wohin gelaufen gerade. Wir müssen eigentlich dahin. Oh Mann. Ja, hier ist Essen. Nice. Gib her. Kann schon wieder Viecher fliegen. Genau, hier waren wir vorhin. Jetzt sind wir wieder einmal im Kreis gelaufen. Was gibt's hier oben so Schönes? Geister. Nice. Kriegt sie von hier? Nee. Ah, ich brauche ihn. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie ich da hochkomme. Sehr schön, das geht. Ah, wir waren jetzt so weit springen können. Oh, das geht tatsächlich irgendwie. Weil wir gar kein Vogelvieh hatten. Okay, wir können auch so in der Luft gleiten. Das wusste ich noch nicht. Das habe ich nicht richtig verstanden. Cool. Das macht das Ganze ja einfacher. Warum sind diese viele Krähen? Wegen dem Baum? Ah. Sind irgendwelche Viecher? Ist hier zufällig? Nee, da können wir eigentlich hingehen. Da ist noch kein Nebel. Sind da nur irgendwelche Viecher? Na du? Nichts getroffen? Bin mir unsicher. Ah, Kacke. Ob ich darüber komme, du. Hallo. Autschi. Muss hier raus. So. Oh, da sind noch mehr Geister. Ich werd wahnsinnig mit dem Spiel noch. Dachte, Witcher wäre schon schlimm, aber... ah! Herrlich. So. Ich habe ja auch geguckt, wie viele Spielstunden das Spiel hat, wenn man nur die Hauptstory macht. Ich glaube, nur 10 Stunden. Wenn man alles andere drumherum hat, 25 bis 30, werde wahrscheinlich wieder so 300 haben.
Weil ich überall hinrennen muss. Juhu! So. Trotzdem komisch, dass hier so viele Krähen sind. Wir sollten unser... Guck mal, da ist Geisternahrung. Ah! Gott, fast runtergefallen. Unser Äther ein bisschen aufsammeln. So. Da ist Geld. Und da ist ein Geist. Hui! Boah, das ist cool. Give me money. Ich glaube, nach oben hin kommen wir, oder? Können wir nach oben hin gleiten? Über das Dach darüber. Das könnte vielleicht funktionieren. Ich muss nur auf den Nebel hier ein bisschen aufpassen, rechts. Ah, oder wir hätten von da nach da wahrscheinlich besser gewesen. Oder wir jumpen zu ihm da hinten hin? Ah. Schwierig. Ich versuch mal, hier auf dieses weiße Ding rüber zu kommen. Das geht schon mal. Das ist schlecht fürs Geschäft, was? Cool. Wo sind wir denn gerade? Was ist das hier? Du kannst an hochgelegene Orte der Stadt gelangen, indem du dich mit einem Greifhaken an ein Tengu hängst. Okay. Ist da irgendwas Besonderes? Ja, da ist gemeint. Ah, ich bin ja schon höher als er. Jetzt nicht mehr. Da ist noch ein Baum. Hier ist Nebel. Ah, gut, dass wir runtergefallen sind. Dann können wir wenigstens die Geister hier noch mitnehmen. Aber was hilft mir das jetzt, dass ich wieder hier bin? Ich habe ein bisschen Angst, da jetzt hochzugehen, weil da ist der Nebel recht nah. Und der geht schon so ein bisschen durchs Gebäude durch. Ich glaube, da werden wir mal lieber nicht hingehen. Autsch. Ich würde nur gerne mein Äther ein bisschen aufladen. Oh. Geister. Da drüben. Oh, Katzen. Hallo Katzen. Katzen waren schon immer die schlauesten Wesen überhaupt, müsst ihr wissen, natürlich. Was auch sonst. Kann ich von der nicht die Gedanken lesen? Wirklich schade, was den Menschen zugestoßen ist. Sie haben viel für uns Katzen getan, das ist nicht fair. So würde keine Katze denken. Aber man hat so was zu essen. Das ist kein Streichelzoo. Doch! Aber sieh mal, wie süß sie sind. Ja. Möchte sie alle streicheln. So. Ihr kommt mit. Oh, ich glaube, dann müssen wir mal gleich wieder Telefonzelle. Was ist das? Telefonzelle suchen, damit wir die wieder abgeben können. Was bimmelt da so?
Oder so eine Art Schrein? Ah, ja. Nice. Sehr schön. Möge er über uns wachen. Könnten wir gebrauchen. Ja. So, da ist ein Mülleimer. Perfekt. Ah, wir haben wieder 32. Nice. Ich glaube, durch die... Okay, 32 ist auch Max. Durch das Anbeten erhöht sich das, glaube ich, wieder auf maximal, wa? Das ist natürlich sehr gut. So. In der Falle. Ah, das klingt ja auch schon super. Hör euch doch. Oh, das ist schon wieder. Ah, da, ja, da steht einer. Solange er uns nicht sieht. Oh, Scheiße, wir sind voll. No! Okay, Moment. Hier ist eine Telefonzelle. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Vielleicht können wir uns hinten ran pirschen. Was macht er da? Mit dem Mülleimer spielen? Merkwürdiger Mann. Werde ich mal lieber erlösen. So. Einmal Seelen übertragen. Sehr schön. So. Juhu! Stufe 5 schon. So, nehmen wir die direkt mit. Soll ich dir neue Fertigkeiten beibringen? Gerne. So wie ich dich gerade einschätze, wärst du soweit. Was willst du mir denn beibringen? Ich muss hier den anderen Baum noch machen und 50 andere. Tausende Geister! Oh, Scheiße, der Baum ist da oben. Moment, ich habe hier Essen gesehen und nehmen wir mit. Ah, da müssen wir wieder. Ach Mann. Ein Hundi! Okay, hier ist unsere Mission. Nehme ich noch mit. Ja, komm, machen wir mal, oder? Ab 15 Fertigkeitspunkte ist jetzt auch nicht so viel. In der Nähe dieses Gebäudes sind viele Ätherkristalle. Aber wir sind eh schon auf Max. Also